Willkommen zurück bei Deus Ex Human Revolution. Heute erwartet uns ein Bosskampf. Ihr werdet sehen, was für einer. Ihre Hartnäckigkeit, Adam Jensen, ist wirklich lästig. Es wird Zeit, sie zu stoppen. Daraus wird nichts, Sao. Ich weiß inzwischen alles. Ich weiß, was Sie und Ihre Mitverschwörer vorhaben. Ach, sehr clever. Seht ihr das links? Ein neuer Biochip? Ein Software-Upgrade, das Augmentierungen abschwächt? Sie arbeiten an einem Killswitch. Deshalb haben Sie Megan Reeds Team entführt. Und Sie wollen den Markt kontrollieren, um ihn zu verbreiten. Alles nur, weil Sie Leute wie mich fürchten. Augmentierte Menschen, die Ihnen die Stirn bieten. Niemand fürchtet Sie, Mr. Jensen. Ihre Schnüffeleien und kindischen Störungen haben nichts bewirkt. Sagen Sie, waren Sie kürzlich in einer Limb-Klinik? Nö, waren wir nicht. Lassen Sie mich raten. Das sollte mich gerade abschalten, oder? Damit ich bettelnd auf die Knie falle. Ihre Systeme wurden deaktiviert. Sie müssten offline sein. Dass Frauen uns Männer aber auch immer unterschätzen. Sie hätten tot bleiben sollen, Jensen. Das hat er wohl nicht kommen sehen. Uiuiui. Sie sind ein Narr, Jensen. Ich bin hier, mein Freund. Kommen Sie schon. Komm, mach auf. Wow. Sie stolpern weiter wie ein Blinder. Direkt auf den... Jetzt die Nerven, Jensen. Jetzt, wo das Ende naht. Schnauze, Alter. Kommt ihr hier rein oder nicht? Verzweiflung, Jensen. Sturkopf. Sie hätten diese Jagd schon längst aufgeben sollen. Komm, hacken, 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 hacken. Komm, komm, schneller, schneller, schneller. Das wird Sie nicht retten, mein Freund. Zugriff gewählt. Kommen Sie her, Jensen! Sie entkommen mir nicht! Lange gewartet. Sie hätten schon beim letzten Mal sterben müssen. Ja, aber das hast jetzt nicht kommen sehen, oder was? Ich habe eine Überraschung für Sie. Ich für dich? Oha, oha, oha. Jensen.
Okay. Hau ich halt die Schrotflinte raus, kein Problem. Sie entkommen mir nicht! Ha! Das war so einfach jetzt. Wegen der ganzen Augmentierung. Geil. Bringen Sie es zu Ende. Erst wenn Sie mir sagen, wo Megan ist. Sie haben sie verloren, Jensen. Männer wie wir kriegen nie zurück, was wir lieben. Tod. Das ging schnell. Lass mal Gewehr. Plasma-Kapseln, 1000 Credits. Ist hier noch irgendwas? Also ganz ehrlich, dadurch, dass es jetzt so schnell und so einfach zu hacken war, war der Kampf ja echt, naja. Maschinenpistole? Aha. Ja. E-Munition. Rotpatron. Passt. Haube. Jaren, sind Sie das? Da ist Megan. Nicht ganz. Adam? Oh mein Gott, Adam, du bist es. Du bist verletzt. Was ist passiert? Was ist mit dir passiert? Ich habe mein Leben für dich riskiert, Megan. Um die halbe Welt bin ich gereist. Und wofür? Es ist nicht, wie du denkst. Steckst du damit drin? Nein, nein, Adam, ich schwör's dir. Die Entführung war echt. Der Angriff auf Seraph Industries. Sie waren hinter mir her. Sie wollten meine Forschungen. Und wann hast du beschlossen, sie ihnen zu geben? So ist es nicht gewesen. Ich wollte es dir sagen, aber ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht. Und dann sagte David, wir müssten sie benutzen. Um der Menschheit willen. David, wovon redest du? Von meiner großen Entdeckung. Die Genstruktur, die ich entdeckt habe, erleichtert den Einsatz von Implantaten. Ich fand sie in dir, Adam. Ich habe deine DNA benutzt. Ich wollte es dir sagen, wirklich. Aber David überzeugte mich, was das für die Menschheit bedeuten könnte. Wie viel besser wir sein könnten. Erst Hugh hat mir die Augen geöffnet. Hugh Darrow. Ihm gehört diese Anlage, nachdem Namir uns hergebracht hatte. Pritchard, verbinden Sie mich mit Seraph, sofort. Hugh gibt nur vor, mit Taeyong und den anderen zusammenzuarbeiten. Er hat rausgefunden, was sie vorhaben und ihnen seine Hilfe versprochen. Aber nur, um sie aufzuhalten. Ihr Kontrollsignal wird nicht funktionieren. Herr Generalsekretär, geschätzte Abgeordnete, Ladies und Gentlemen, David Seraph hat mich gebeten, Sie heute hier zu versammeln, damit wir uns offen und ehrlich über ein globales Problem unterhalten können. Ein Problem, das selbst jetzt droht, unsere Gesellschaft zu zerreißen. Vergib mir. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh Gott, er hat das Kontrollsignal modifiziert. Alle neuen Biochips sind betroffen. Davon hat Hugh nie etwas erwähnt. Ich hol jetzt die Wissenschaftler. Nein, Adam. Ich kenne die Anlage besser als du. Ich suche sie. Da drüben ist ein Hangar. Geh in den Kontrollraum und fahr das Dach ein. Mach uns den Weg frei.
Können wir jetzt Megan vertrauen oder nicht? Das ist die Frage. Ist sie auf unserer Seite? Oder auf deren? Kein Code gefunden, leider. Na gut. Hä? Ich dachte schon, ich bin in die falsche Richtung. Na, heute noch. Da kommen jetzt hier. So, Dach ist auf. Adam, ich bring mein Team von hier weg. Du musst nach Panchaya und Hugh aufhalten. Wir beide sind damit noch nicht durch, Megan. Ich weiß, wie es aussieht, aber du musst diese Übertragung stoppen. Ich glaube, sie bringt die neuen Biochips dazu, den Nervus Vagus überzustimulieren, was zu schrecklichen Halluzinationen führt. Du meinst, sie treibt Augmentierte in den Wahnsinn? Ja, und es liegt an dir, das zu beenden. Nimm das Leo-Shuttle. Es bringt dich nach Panchaya. Viel Glück, Adam. Alter. Lauf nicht weg! What the fuck? Geh einfach weg von mir! Du! Geh weg! Geh weg! Bleib stehen! Ich muss das tun! Geh weg! Geh weg! Wow! Alter! Okay, ich glaube, ich brauche was Härteres. Oh, wir sind immer noch im Kapitel 17. Ich glaube, ich brauche was Härteres, um die platt zu hauen. Das geht so nicht. Da muss ich die Schotti rausholen. Aber ich glaube, doppelte Schrotladung brauche ich nicht. Einfache müsste reichen. Na komm. Du meinst, sie treibt Augmentierte Gott, die hab in ich. Den Wahnsinn. Ja, und es liegt an dir, das zu beenden. Nimm das Leo-Shuttle. Es bringt dich nach Panchaya. Viel Glück, Adam. Hier als erstes. Say what? Ah. Okay, die halten irgendwie mehr aus als sonst. Weinet nicht. Boah, Alter. Wie können die denn so viel aushalten? Geh weg von mir! Verrückte! Okay, dafür ist mir meine Schrotflinte irgendwie zu wertvoll. Zack. Automatiksysteme online. Dero-Sequenz 1, Code 1, 1A, vorkonfiguriert und bereit für Aktivierung. Suborbitale Flugbahn berechnet. Ziel Panchaya.
Countdown starten, Mr. Darrow? Ja. Countdown starten. Code 000. Bestätige 0. Countdown gestartet. Mit dem Shuttle nach Panchaya. Rakete! Beginne Landeanflug. Variante oder was? So. Mal gucken. Sind wir auf Panchaya? Jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir da runterkommen. Panchaya ist ja irgendwie ein riesiges, großes Loch. Jensen! Jensen! Hören Sie mich! Ganz schlecht. Ich bin in Panchaya, Pritchard. Was Neues von Sarif oder den UN-Delegierten? Nichts. Die Anlage wurde kurz nach Darrows Rede vollständig abgeriegelt. Ich kann nicht mal sagen, ob noch jemand lebt. Und das Signal wird immer noch gesendet. Das heißt, niemand ist sicher, bevor ich da nicht reingehe und es abschalte. Sie müssen erst die Abriegelung aufheben. Suchen Sie oben im Turm eine Zentralsteuerung. Okay, Zentralsteuerung suchen. Oh. Doch in die Richtung. Mann, ey, hier, komm, war doch irgendwann mit Haut, oder? Thermalpanzerung. Zack. Behindert augmentiert. Muss ich eigentlich... So. Ciao, Alter.
nervig sieht das. Fuck. Gar nicht laut. Lala. Bin hat's ja erwischt. PDA. Kann ich eigentlich anlassen. War das? PDA habe ich bekommen. Ich muss die Leiter hoch. Ahne nichts Gutes. Pritchard, das Sendezentrum von Panchaya befindet sich in der Basis der Station, in der Nähe des Meeresgrundes. Stimmt das? Ja, aber durch die Abriegelung wurden sämtliche Schutztüren verschlossen. Sie kommen da nur runter, wenn Sie sie manuell öffnen. Und zwar oben im Turm. Alles klar. Oha. Oha. Dieses Energiepack, weil ich gerade bekommen habe. Ciao. Elektroschockpfeile, ciao. Alter, was macht denn... Was macht die denn hier drin? Oh. Hat hier eine Nachricht geschrieben und, voll erwischt worden. Спасибо.
ihn von draußen und... Doch, K.O. Was hier los ist? Das ist Plasma-Kapsel. Wie ist der denn hier reingekommen? Unglaublich. Sci-Fi. Wodka. Alter. Ist das hier eine blutige Angelegenheit? Das ist unglaublich. Okay, versuchen wir es mal hier durch. Ich dachte, Spam hält ihn auf. Zugriff Fuck you! Och, Alter. Alter, dieses. Instabilisator. Okay, immer noch Kacke. Warte. Dämpft jeglichen Rückstoß. Thank you.
Na, geht doch. Ich glaube nicht, dass Sie das tun wollen, Mr. Jensen. Welche Dämonen auch immer in dieser Station sind, sie werden über uns herfallen, wenn Sie die Abriegelung aufheben. Angst vor dem Tod, Darrow? Oder wollen Sie sich Ihren Taten einfach nicht stellen? Glauben Sie mir, ich weiß, was ich getan habe, und es bereitet mir kein Vergnügen. Getan haben Sie es trotzdem. Ich habe getan, was getan werden musste. Vor 20 Jahren habe ich der Welt die Augmentierungstechnologie gegeben. Ich dachte, ich schenke ihr eine strahlende Zukunft. Doch sie ist nur eine Möglichkeit zur Selbstzerstörung. Kein Gesetz und keine UN-Regulierung hätte das verhindert. Da draußen sterben Menschen. Hunderttausende von Menschen werden an den Rand des Wahnsinns getrieben. Ihretwegen. Ich musste die Welt überzeugen. Bis heute dachten die Menschen, wir sollten den Göttern das Feuer stehlen und die menschliche Natur umgestalten. Doch die menschliche Natur ist das Einzige, was uns einen moralischen Kompass und die sozialen Fähigkeiten verleiht, um in Frieden zu leben. Wenn sie zerstört wird, geht auch unsere Spezies zugrunde. Hören Sie auf, den Retter zu spielen. Was Sie da tun, ist verrückt. Tatsächlich? Wenn das hier vorbei ist, werden die Illuminaten nicht mehr in der Lage sein, Männer und Frauen wie Sie zu kontrollieren. Von innen! Niemand wird meine Technologie mehr missbrauchen können, um andere zu dem zu machen, was sie sich vorstellen. Was, wie wir beide wissen, bereits geschehen ist. Sie sehen sich als Frankenstein, der sein eigenes Monster tötet. Eigentlich, Mr. Jensen, sehe ich mich eher als Daedalus, der hilflos mit ansehen muss, wie sein eigenes Kind ins Meer stürzt. Schwachkopf, Alter. Ich werde das hier beenden. Jetzt. Das können Sie nicht. Das Signal wird im Sendezentrum im Fundament dieser Einrichtung erzeugt. Das Sicherheitssystem von Panchaya ist programmiert, um es zu schützen. Es wird Sie töten, bevor Sie auch nur in seine Nähe kommen. Sie haben das System entwickelt, Darrow. Also können Sie mir auch sagen, wie ich es abschalte. Das tue ich aber nicht. Sie halten mich für extrem. Aber Sie verstehen es nur nicht. Damit die Menschheit auch über dieses Jahrhundert hinaus überlebt, muss sie ihre Vorstellungen von Erhabenheit hinter sich lassen und Veränderungen akzeptieren. Doch damit das passiert, sind einige Lektionen erforderlich. Blut muss vergossen werden. Was er labert, ey. Appellieren. Mein Gott, Darrow, bitte, denken Sie an die Menschen, denen Sie das antun. Helfen Sie mir, es zu beenden? Was sie tun, ist entsetzlich. Sie können die Leute nicht zwingen, sich zu ändern. Sie müssen es von alleine tun. Ich denke, die Menschheit muss bestraft werden, richtig? Wenn das hier vorbei ist, gibt es keine Menschheit mehr, die ihre Veränderungen akzeptieren könnte. Alter. Fehlen Ihnen die Worte, Mr. Jensen? Appellieren. Kritisieren. Was Sie tun, ist entsetzlich. Das muss ein Ende haben. Sie können die Leute nicht zwingen, sich zu verändern. Sie müssen es von alleine tun, oder sie werden sie dafür hassen. Und es so zu versuchen. Gott, Darrow, das ist Wahnsinn. Das ist kein Wahnsinn, Mr. Jensen. Tragisch? Ja. Vermeidbar? Nein. Oh Mann. Selbst während ich Ihnen zuhöre, wird mir eine grausame Wahrheit bewusst. Niemand sonst sieht klar genug, um zu erkennen, was ich erkannt habe und hat den Willen zu tun, was ich getan habe. Sie alle sind zu schwach. Sie urteilen, aber sie handeln nicht. Keiner von ihnen hat die moralische Stärke, mit aller Konsequenz zu handeln. Aber so ist es eben. Sie wollen, dass wir sehen, was sie sehen. Aber wie soll das gehen, wenn wir um die Menschheit trauern, die wir ihretwegen zurücklassen mussten? Der Weg ihrer moralischen Absolution ist mit unzähligen unschuldigen Opfern gepflastert. Sie versuchen, einen Genozid zu rechtfertigen.
appellieren. Alter. Fehlen Ihnen die Worte, Mr. Jensen? Ja, ich habe keine Ahnung, was ich dem voll quatschen soll. Extrapolieren. Vielleicht haben Sie ja recht. Vielleicht auch nicht. Es spielt keine Rolle, denn Folgendes wird geschehen. Nach dem heutigen Tag wird alles, was Sie sagen, als Wahnsinn eines Massenmörders abgetan werden. Sie waren einer der brillantesten Denker Ihrer Zeit. Doch ab morgen sind Sie nichts weiter als ein Mörder. Aber so dürfen Sie das nicht sehen. Sie würden den Sinn nicht begreifen. Ach, wie konnte ich nur etwas anderes erwarten? Leute wie Sie, Leute, die bereitwillig immer mehr ihrer Menschlichkeit aufgeben, werden es nie verstehen. Und auch Ihre Einschüchterungsversuche bewegen mich nicht zum Umdenken. Sie können reden und reden, aber letztlich schaffen Sie es doch nicht, die grundlegende, tiefere Wahrheit zu erkennen. Scheiße, Alter. Ich bin nicht anders als Sie, Darrow. Ich bin noch immer ein menschliches Wesen. Versuchen Sie es für einen Moment mit unseren Augen zu sehen. Die Rettung der Menschheit kümmert Sie nicht, Darrow. Sie sind einfach nur neidisch. So einfach ist es. Sie ertragen es nicht, dass andere Sie hinter sich lassen. Leute wie ich, alle, die nicht wie Sie sind. Ihre Schöpfung hat Sie überholt. Die Menschheit wird Sie auch ohne Sie nutzen, um sich weiterzuentwickeln. Fehlen Ihnen die Worte, Mr. Jensen? Na komm. Leute wie ich. Alle, die nicht wie Sie sind, richtig. Sie haben die Welt verändert, als Sie diese Technologie erschaffen haben. Aber Ihre Schöpfung hat Sie überholt. Und solange sie besteht, wird die Menschheit sie auch ohne sie nutzen, um sich weiterzuentwickeln. Bis man den Vater der Zukunft nur noch als Mann der Vergangenheit kennen wird. Ich habe nie um diesen Titel gebeten, Mr. Jensen, aber ich werde mich seiner jetzt nicht schämen. Mhm. Sie denken, Sie könnten mich einschätzen, nicht wahr? Sie denken, ich sei nur ein gewöhnlicher Krimineller, den Sie nur genug einschüchtern müssen. Na schön, prügeln Sie die Codes aus mir raus. Zeigen Sie mir, dass die Augmentierungen genau das aus Ihnen gemacht haben, was ich denke. Ist Ihnen wirklich nur noch Ihr Hass geblieben? Sehen Sie sich an, was Sie getan haben. Sehen Sie es sich an. Mein Gott, mit Ihrem Gerede über die Rettung der Welt versuchen Sie nur, das alles zu rechtfertigen. Aber in Wirklichkeit sind Sie nur ein wütendes Kind, trotzig, hasserfüllt, neidisch und verbittert. Wie erbärmlich kann man eigentlich sein? Wenn das hier vorbei ist, wird nichts mehr bleiben, außer Anarchie und Angst, die in der Asche brennender Städte schwelen. Wie kann daraus wieder etwas aufgebaut werden? Kritisieren? Fehlen Ihnen die Worte, Mr. Jensen? Oder appellieren? Sie haben etwas Unglaubliches erschaffen, Darrow. Aber Sie konnten nicht loslassen. Ist Ihnen wirklich nur noch Ihr Hass geblieben? Sehen Sie sich an, was Sie getan haben. Sehen Sie es sich an! Nein, das ist nicht das, was ich wollte. Ich habe die Zukunft gesehen, die Gefahr für uns alle. Können meine Motive wirklich so verdorben sein? Ah. Ich gebe Ihnen, was Sie wollen, Mr. Jensen. Die Codes, um Pamshires Sicherheitssystem abzuschalten. Aber Sie werden dennoch in Gefahr sein. Ein Großteil des Systems ist selbstbestimmend und tödlich. Wenn Sie es sehen, werden Sie es vielleicht verstehen. Meine Technologie wird nicht die Zukunft sein, die wir uns wünschen. Bitte, helfen Sie der Welt, das zu verstehen. Sehr gut. Der letzte Countdown, Silberzunge. Einwandfrei. Wir haben die Codes bekommen. Die Codes müssten Ihnen helfen, Panshires Sicherheitssystem, das Hiram-Projekt abzuschalten. Wenn Sie es sehen, werden Sie es verstehen. Für diese Technologie ist in dieser Welt kein Platz. Okay, Leute. Wir haben ihn überzeugen können. Das bedeutet, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Mal schauen, wie lang der nächste Part wird. Puh.
Ich glaube, wir haben nicht mehr so viel vor uns. Ich versuche mal im nächsten Part so schnell wie möglich nach unten zu kommen. Ich bin gespannt auf das Ende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.